Hallo liebe Zuschauer, ich bin Vera Spirina, ihr seid auf meinem Kanal und das ist mein erstes Video auf Deutsch. Ich bin gerade auf dem Weg zum Münchner Flughafen. Ich fliege heute in eine Dienstreise nach Moskau. Mit mir fliegt auch eine Kollegin von mir. Sie war noch nie in Russland. Ich habe für uns ein Kulturprogramm vorbereitet und bin gespannt, ob Moskau ihr gefallen wird oder nicht. Und das Video, den Vlog, mache ich vor allem für meine anderen Kolleginnen und Kollegen. Aber wenn es noch jemandem interessant erscheint, würde ich mich darüber sehr freuen. Also, was soll ich noch sagen? Das ist mein Koffer. Los geht's. Shall we begin? Normalerweise gab es hier keine Tore. Das ist die Puschkinplatz. Puschkin ist unser sehr guter und berühmter Gedichter. Und damit ihr versteht, was es für eine Person ist, in Deutschland gibt es Goethe-Institut, Institut von der deutschen Sprache. In Russland gibt es Puschkin-Institut, das Institut von der russischen Sprache. Genau. Da steht Moni und macht Fotos. Genau. Und da hinter diesen Toren befindet sich McDonald's. Das war der erste McDonald's in Russland. In 90er Jahren eröffnet. Was ich kaufen will. Mhm. Heißt Chak-Chak, das ist Teig mit Honig. Oh ja. Mhm. Und je nach der Form. Also das ist alles Teig, süß, oder? Ja, das ist alles, ja. Alles mit Honig. Ah, oh, ah. Mhm. Runde Chak-Chak. Mhm. Nicht runde Chak, ganz klassische Chak-Chak. Mhm. Genau. Poczmak mit Rind, Hackfleisch und ja, frisch gebacken und das ist sehr lecker. Mhm. Also Teigtaschen sozusagen. Also das ist mein Hotelzimmer und ich wollte jetzt eine kleine Roomtour machen. Wir sind, Monika und ich sind im Hotel Golden Apple, ganz im Zentrum von Moskau.
Und das ist ein 5-Sterne-Hotel. Privat würde ich das wahrscheinlich nie buchen. Und ich freue mich sehr, dass ich so eine Gelegenheit habe, in so einem Hotel zu wohnen während meiner Zeit in Moskau. Das ist mein Tisch mit den Geschenken für die Kollegen im Goethe-Institut Moskau und für meine Geschwister. Der Schrank, der Spiegel, genau, mein Koffer, das ist der, wie heißt das auf Deutsch eigentlich? Safe auch? Safe? Keine Ahnung. Das ist die Dusche und die Toilette. Und ich habe auf der Webseite gelesen, dass diese ganze metallische Konstruktion inklusive des Becken wurde von einem Designer geschafft. Das ist ein cooler Spiegel für das Schminken. Das finde ich toll. Sehr praktisch. Man kann das bewegen. Ja, und das ist die Dusche, wie ich gesagt habe. Sieht sehr minimalistisch aus. Das gefällt mir sehr. Ich liebe so ein minimalistisches Design. Ja, und jeder Gast bekommt auch Hausschuhe, weiße Hausschuhe und so einen Waffeln-Bademantel. So, das war meine Roomtour. Ich gehe jetzt in die Dusche, weil es ist schon. Wie spät ist das? Ja, schon 9:06. Ich gehe jetzt in die Dusche und dann werde ich Fernsehen. Auf Russisch. Ja! Hurra! Ah nein, ich muss noch essen. Okay, ich esse, ich gehe in die Dusche und dann schau das an.